Hallo Susanne. Hallo liebe Heike. Du bist mit Teil der Unterstützergruppe von FXPO. Ja. Wir sind jetzt hier an der Technischen Hochschule in Nürnberg, wo die Mini-FXPO stattfindet. Hatten wir uns vor 2 Jahren noch nicht träumen lassen, dass das funktioniert. Was bedeutet dir die Mitarbeit an diesem Projekt? Denn das ist ja alles ehrenamtliche Arbeit. Ja. Ich habe mich mit Schwerthelm Ziehfreund da vor ein paar Wochen zusammen telefoniert gehabt und wir sind eigentlich auf den Nenner gekommen. Wir schaffen uns gerade Erinnerungen, die wir unseren Enkeln erzählen können, weil da geht es nicht drum, es geht nicht mal darum, was wir tun, sondern es geht einfach darum, dass wir damit die Möglichkeit haben, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, mit Nick Maley, den wahrscheinlich kaum jemand so kennenlernen wird und wer hat schon die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass er 1976 maßgeblich mit an Yoda, an der Erschaffung dieser Figur beteiligt war, das ist halt einfach unbezahlbar. Und das ist einfach die Motivation, da dabei zu sein. Und das sind auch die Geschichten, die er erzählt, die so unglaublich sind. Ja, weil das ist halt, der hat da Dinge erlebt. Ich meine, er ist jetzt auch schon 67. Und ich wünsche ihm noch ein ganz langes, gesundes Leben, aber irgendwann wird er gehen und mit ihm werden diese Geschichten gehen. Und es ist schade, wenn das vergessen wird. Und deswegen freue ich mich, diese Geschichten zu hören und daran noch so aus zweiter Hand zumindest teilhaben zu dürfen. Als du das erste Mal mit der Idee FXPO in Berührung gekommen bist, ich weiß das noch, es war irgendwie so eine angehende Unterstützergruppe, die sich da versucht hat zu sammeln. Und die erste Frage oder deine erste Idee war, du machst einen Vorhang für eine allererste Veranstaltung. Das genau. Ist mir noch so plastisch in Erinnerung. Was hast du dir damals gedacht? Mit was für Visionen bist du da rangegangen? Wie wird es sich entwickeln? Was war da dein Gefühl dabei? Das ist eine interessante Frage. Ich bin da sehr ausgeglichen rangegangen. Also auf der einen Seite gigantische Idee, aber mir war natürlich auch bewusst oder ist immer noch bewusst, was so eine große Idee auch für große Hürden aufwirft, was selbstverständlich ist, weil das Projekt, von dem Nick Maley träumt, ist halt wirklich riesig groß und mit der Mini-FXPO haben wir halt jetzt so einen Schritt gemacht, um den Leuten zeigen zu können, in welche Richtung es gehen soll und wie dieser Traum aussehen kann, wenn man ihn denn ausleben darf. Ich habe damals kein Gefühl dafür gehabt, ob man dieses Ziel überhaupt erreichen kann, wie schnell man es erreichen kann, weil ich ja auch nicht wusste, wie überhaupt die ganzen Verbindungen sind. Es hätte ja sein können, dass tatsächlich sich irgendwo jemand findet, der sagt, ach, Lotto gewonnen, weiß nicht wohin mit dem Geld und wir stampfen das mal aus dem Boden, was leider so nicht der Fall war. Ja, aber ich hatte auch immer das Gefühl, oder anders, Nick hat mir sehr, sehr früh das Gefühl gegeben, dass er mich locker lassen wird. Und das ist was mir grundsätzlich an Menschen gefällt, dass wenn sie sagen, ich habe eine Idee, ich stehe hinter der Idee, dass dafür auch gekämpft wird und nicht bei dem ersten Windstoß, der einem entgegenweht, ach nee, doch nicht. Naja, und jetzt sind wir 2016, 2 Jahre weiter und haben tatsächlich jetzt hier plastisch was zu sehen und es sieht gigantisch aus. Auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt doch so schnell geht. Ich habe auch, ich meine, FXPO ist ja nicht mein tägliches Leben, sondern das ist was immer wieder in Wellen über mich hinwegrollt. Und dann ist man da für mehrere Wochen sehr tief drin und dann beginnt wieder der Alltag. Man muss ja auch Geld verdienen, wie du schon sagtest, es ist ja alles ehrenamtlich. Und während ich halt mit meinem normalen Leben beschäftigt bin, denke ich auch nicht so viel über FXPO nach. Das geht einfach nicht. Und ich wusste, dass Nick mit den Studenten von der FH Nürnberg, von der Ohm-Hochschule, ein Projekt, ein Semesterprojekt zusammen macht, aber ich wusste nicht, wie das aussieht und was jetzt genau gemacht wird. Und war dann schon sehr positiv überrascht, als ich dann gesehen habe, zum einen, was sie gemacht haben. Und das Grandiose ist eigentlich die Verpackung dieser Programme, die Nick da noch geschaffen hat, mit geringstem Aufwand. Also es ist unglaublich, mit wie wenig materiellen Input das jetzt da rausgekommen ist. Und da gehört schon viel kreative
Energie kreativer Geist dazu, auf jeden solche Fall. Ideen zu haben. Ja. Und das habt ihr ja auch sehr schnell aufgebaut. Also ich war dann überrascht zu beobachten, wie fix das zuletzt doch ging, nachdem Nick eigentlich am Anfang ja sehr, der Zeitplan, den er vorgegeben hatte, der war erschreckend, so von früh bis nachts, Mitternacht. Und was natürlich nicht ging, weil ja die Schule irgendwann Schließzeiten hat. Und ihr wart letztendlich wesentlich eher fertig. Es war ein entspanntes Fertigwerden. Es war nicht so, wie man es normal kennt bei solchen Projekten, so ein, oh Gott, wir müssen noch, sondern es war dann einfach auf den Punkt fertig. Ja, ich denke, wir im Team haben uns einfach zum richtigen Moment zusammengerauft. Und ich war auch sehr überrascht. Ich bin grundsätzlich gar kein Teamplayer. Ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, weil meine Erfahrung ist, dass ich schneller denke und agiere als viele anderen. Und dann behindert mich Team oft. Ich habe aber hier die Erfahrung gemacht, dass ich plötzlich auf lauter gleichgestrickte Personen gekommen bin oder gestoßen bin. Und das war halt gigantisch, weil ich habe zum Beispiel mit dem Andreas Baumgärtner von den Abenteurern zusammen dann die Wände, die man jetzt sieht, die wir aufgebaut haben, vorgefertigt. Wir haben also einen Sonntag von 10 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts diese Wände möglichst weit schon aufgebaut, aus Styroporblöcken zusammengeklebt und schwarz angemalt. Und Andreas hat halt auch einfach super gut mitgedacht und hat das von sich aus ganz klar alles gemanagt. Da musste man nicht hingehen und sagen, du machst das jetzt so, sondern ja, das ist halt super, wenn du einfach Leute hast, auf die du dich verlassen kannst und wo alles Hand in Hand geht. War das vielleicht auch das Geheimnis hinter dem, hinter der Art der Arbeit, dass es so funktioniert hat, dass alle so in etwa gleich denken? Ja, definitiv. Also ich glaube, was uns alle eint, weil es sind trotzdem sehr unterschiedliche Charaktere, wir wollen das machen, was wir hier geschaffen haben. Also wir hatten alle ein Ziel vor Augen. Und ich denke, ich kann sagen, wir haben alle Nick als Chef akzeptiert. Und wenn er gesagt hat, so ist es in Ordnung, dann war das für uns gut. Und wenn er gesagt hat, nee, das muss anders sein, da gab es auch keine Diskussion dann drum, sondern das war dann, er hatte das letzte Wort. Und ich glaube, das war's. Also so, wir ziehen alle an einem Strang und wir wissen, wer der Führer ist. Ich glaube, das ist so, was man braucht in so einer doch großen Gruppe. Wir sind ja dann doch fast 20 Leute gewesen in Summe. Man braucht einen, der die Marschrichtung vorgibt und die anderen müssen eigeninitiativ und eigenverantwortlich arbeiten können, dann läuft es. Nun war das ja, wenn man sich das so überlegt, du bist Schneiderin, du bist Maßschneiderin, Schneidermeisterin. Seit dieser Woche bin ich auch Maßwandbauerin. Bist du auch, genau, und das, darauf wollte ich jetzt raus. Man denkt ja nicht, dass du dann auf einmal hier stehst und Wände aufbaust. Ja, das ist ja auch immer, das ist immer wieder diese Diskussion, dass ich den Begriff Designerin nicht mag, weil der Designer ja nur ein Achtel meines Berufsbildes widerspiegelt. Und ich sage ja auch jedem, der es nicht hören will, dass ich schlichtweg Handwerkerin bin. Ich bin auch keine Künstlerin, sondern ich verstehe mich als Handwerkerin. Und das Schöne ist, ein guter Handwerker, und da ist es egal, was für ein Genre du bespielst, der kann springen. Also mir ist es egal, ob das Stoff ist, das kann Papier sein, das kann Holz sein, das kann eben auch Styropor sein. Und ich habe ja hier, also auf dem Set auch mit den verschiedensten Gewerken zu tun gehabt. Also da kommen die her. Das sind eben, da haben wir einen Grafiker, da haben wir einen Schreiner, querbeet. Und es ist egal. Jeder kann alles, weil wir halt alles in unserem Herzen, wir sind halt alle Handwerker. Toll. Und trotzdem sehen wir neben den Wänden auch ein Kostüm, das du gemacht hast für die Wolf Brothers. Ja, und halt das vom Yoda, genau. Und das vom, genau, ja. Den Yoda, genau, den soll man nicht unterschlagen, richtig. Das ist eigentlich, ja, das ja. Ist das Hauptthema jetzt, genau. Aber jetzt hier so als Repräsentant ja. Für dich ist eben dieses Wächterkostüm. Genau. Genau. Das, wo man auch sehen kann, wie es entstanden ist, welche Schritte dazu ja, das Wächterkostüm waren. Ist natürlich weitaus aufwendiger als das Leibchen und das Mäntelchen vom Yoda. Also für das Wächterkostüm, wir haben 3 von denen genäht und haben über 175 Stunden in diese 3 Teile gesteckt. Und für das Yoda-Kostüm haben wir 3 Stunden gebraucht. Nur damit man so eine Relation hat. Aber wir hatten zum einen eine Vorlage und das ist auch sehr einfach. Und das Wächterkostüm ist sehr, sehr aufwendig mit Wattierungen, Absteparbeiten, Bemalungen im letzten Arbeitsschritt. Da mussten, das kommt ja aus einem Comic, aus Clone Wars,
Das heißt, die erste Hürde war schon, aus den Comics herauszufiltern, was das eigentlich ist, was ich eigentlich sehe, wie die verschiedenen, das sind, ich glaube, 4 oder 5 Lagen, wie diese Lagen gearbeitet sind, dass man hinterher dieses Kostüm dann so sieht. Und das sieht man eben auch an der Wand, die ich gestalten durfte. Da sieht man so diese Anfangsstudien, wo ich gezeichnet habe, wie wohl die einzelnen Lagen beschaffen sein mussten. Und wir haben auch diverse Steppversuche gemacht, bis wir dann wussten, so und so können wir es überhaupt arbeiten. Und also ich weiß, wir waren schon fast fertig, dann haben wir das Ding nochmal komplett auseinandergerissen, weil es einfach nicht so sich tragen lassen wollte, wie wir uns das gewünscht haben. Aber zum Schluss waren alle zufrieden und das ist das, was zählt. Aber dabei ist nicht nur Handwerk, sondern schon auch ein Stück weit künstlerische Arbeit gefragt, weil das Kostüm schaut für mich als Laie schon sehr künstlerisch auch aus. Also ich empfinde das einfach nicht so. Wenn da jemand anderes Kunst drin sieht, dann kommt die sicher von Können, genau. Nicht von Wollen. Aber für mich ist es auf jeden Fall eine Handwerkskunst, weil die Bemalungen sind noch am künstlerischsten. Die stammen nicht aus meiner Hand. Die hat Magdalena Grohr, meine Mitarbeiterin, meine Gesellin, gemacht. Die hat da ein unglaubliches Händchen für. Also ich bin da ein bisschen mehr fürs Grobe. Ja. Prima. Vielen Dank. Ich habe zu danken.